Patrick Jetzner, 17 Jahre seid ihr jetzt der Fender hier von Verden gewesen. Jetzt ist der Tag gekommen, ihr habt die Gemeindefahne, das Gemeindebanner an Valentin Werlin weitergegeben. Ist es ein Dürfen oder ein Müssen gewesen? Es war ein Dürfen gewesen, ja. Ich war 17 Jahre gewesen und das ist meine lange Zeit. Ich habe das gerne gemacht während diesen ganzen Jahren und letzten Herbst habe ich den Schluss gefasst, dass ich das darf abgeben, ja. Was geben dir Valentin Werlin, eben Nachfolger, mit auf den Weg? Wir haben uns in der letzten Zeit ziemlich viel getroffen und so und wir haben eigentlich alles ein bisschen besprochen, viel mitzugeben kann ich ihm nicht. Du musst einfach ein Vorbild sein, vor allem für die Jugend, für das Pferdendorf. Du musst ein Schreisser sein, nicht nur ein Redner sein, du musst einer sein, der anpackt, etwas macht und fortzusehen. Ihr seid jetzt nicht mehr der Fender und trotzdem bleibt ihr natürlich im Letschental und auch der Pferdner ein Vorbild und zieht weiterhin euch mit. Jawohl, selbstverständlich. Das ist ganz normal. Ich gehe zurück ins Glied und ich freue mich euch. Ich brauche mir jetzt einen Bär mit. Und es geht für mich ganz normal weiter. Am Kielwein hier werde ich noch das Talfändchen tragen.